Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Ich habe ja letztes Mal eben noch den Auftrag hier im Medical Center offline fertig gespielt. Das war eine Qual, muss ich dazu sagen. Ich muss es ein paar Mal wiederholen, ein paar Leute sind gestorben. Und ja, auf jeden Fall, ich habe es dann schlussendlich wirklich geschafft, Stufe B, somit B abgeschlossen. Und daher kommen wir heute hier zum letzten Auftrag der Karriere im Spiel. Zumindest im Hauptspiel. Denn ich glaube, vor 2 Tagen kam das DLC raus. Home Invasion. Werde ich dann auf jeden Fall auch noch spielen. Aber jetzt zuerst mal hierhin zum Versteckspiel. Tageszeit 2.15 Uhr, Port Hoken Shipment District. Gemeinsame Operation von LSPD, FISA und ATF im großen Hafen von Los Suenos. Bundes- und Landesbehörden erhielten einen Hinweis auf große Waffenlieferungen, die durch die Region transportiert wurden, was zu einer großen angelegten Razzia führte, um alle beteiligten Personen festzunehmen und zu verhaften. Dann schauen wir mal die Einsatzbesprechung an. All right. I know we're not used to such a crowd, but here's the deal. This case is something that we've all gotten our toes wet on for the last year or so. Thanks to conversations between Reed and some agents across FISA and other agency teams, we've managed to get enough intel to form a picture of what's going on. Following information gathered at the Caesars car dealership in North Hills, we understand that there's a significant transnational deal going down tonight at Port Hoken, right here in the city. Seems that a group of local arms dealers have been stockpiling large quantities of modified weapons to be sent to cartels and smugglers in Mexico, fueling tensions along our border. This group is using a series of Russian container ships to haul cargo all across the western seaboard. We've located and traced cargo arriving in Vancouver and all the way down to Colombia. This is a big operation. We estimate over $1 million worth of product every few weeks in exchange here. It's been going on for quite some time. Most, if not all, of the cargo is coming out of this singular point of exchange at the port of Los Suenos. Now, we're not entirely sure where the cargo is being held. The port is a busy place, it's running day and night, there's a lot of fucking activity going on, and it's about 7,500 acres of space. However, we've managed to isolate it down to 3 terminals. Reservation Terminal A, or Warehouse 1 area, Terminal D, and Terminal J. LSPD will take Terminal A, HRT will focus on Terminal D, and ATF is on Terminal J. THU will be on standby for aerial support, but we want to keep this quiet until shit goes down, so expect a 10 to 20 minute delay, best case if the weather holds. We're looking at the worst time to launch this, folks. Antonio is making landfall tonight, it's gonna get bad. Now, rather than slow things down anymore, each of your individual leads has the exact details of what we're doing. They'll brief you all individually as you head out. I don't think there's a need for me to stress how important this mission is. Gear up! Report back to your element leaders in the garage in 5 minutes. Alright. Hört sich nach einer ziemlich großen Sache an. Eigentlich haben wir ja jetzt einfach die Waffen, die wir bei verschiedenen Einsätzen gefunden haben, in den Hafen hierhin zurückverfolgt, was ziemlich cool ist, dass das wirklich immer alles so zusammenhängt. Und offensichtlich war der Plan des DLCs auch schon hier in dieser Mission, denn hier hieß es ja, dass das Wetter wahrscheinlich schlechter wird. Wo hieß das? Antonio trifft heute Abend auf Land. Also das wird wahrscheinlich dieser Sturm sein, der dann im DLC ausschlaggebend ist. Bringen Sie Ordnung in Chaos, retten Sie als Zivilisten, Waffenversteck lokalisieren. Finden Sie illegale Schusswaffen versteckt, das in einem orangefarbenen Container versteckt ist, der mit einer Spinne markiert ist. Verdächtige gibt es Marin, unbekannt. Eine von der FISA als Marin bezeichnete Person wurde mit einem Gefolge von gut bewaffneten Sicherheitsleuten gesichtet, die sich mit bestimmten Zielpersonen in der Anlage in Port Hoken trafen. Zivilisten haben wir keine Infos darüber. Im Medium gibt es ein paar. Ein Handyfoto, Foto eines Lastwagens mit seltsamen
vertraut wirkenden Markierungen. Die Spinne haben wir schon ein paar Mal gesehen. Einstiegsplan. Pläne für den Angriff auf den Hafen. Schnappschuss, ein Schnappschuss eines Verdächtigen, der sich als Arbeiter im Hafengebiet Port Hogan ausgibt und eine Pistole trägt. Okay. Informantenbericht gibt's auch noch. I was told you wanted to speak with me. Yeah, I got something you're gonna love, but it's gonna cost you. Well, you don't make those decisions. I do. Double. No. Triple. We're done here. God damn it. Sit down, will you? This is serious. I've got something serious for you, but I need to get out if I tell you. Out? Out of the city, out of the state, hell, even out of the country. Steady on, cowboy. Tell me what you've got, and then we'll talk. I've always been fair in the past. Yeah, you have. But this is something different. I'm sure you guys already know about some dodgy-ass shit going on at the port. We might. Yeah, that's what I figured. Well, I happen to know a guy who knows a guy who works down at the port. He told us about the shit that's going on down there, the stuff that's coming through. We're talking about a supply chain that runs from South America and up into Canada. Everything on the West Coast moves through Los Sueños. Drugs? No, man, bigger. Guns. Big guns, and lots of them. They're coming in on these big, Russian ships. It's the biggest unkept secret on the docks. Everybody knows it's going on, but they've all got the common sense not to say anything about it. Interesting. So what makes you so stupid to do it? I'm in trouble anyway, and I need out. Like I said, I need out. Out! We'll see. When's the next shipment coming in? That's just it. They're always coming in. Day or night, it's just a constant stream. But tomorrow night, that's the motherload. They got everything coming down to work. I'm talking about the biggest shipment they've ever had. It would be a fucking gold mine for you. Forgive me for not jumping with joy. Something about this doesn't feel right. Jesus, sweat, man, this is real. The realest thing ever. You've got to trust me. I've never given you the wrong advice before. I'll make some calls and ask around. If this pans out, I'll be in touch. Now, scram before someone recognizes you. Yeah, it's me. I've just gotten word on something that's going to interest your department. Meet me at the usual coffee house at 15. Okay. Naja, viele Informationen gibt es. Alright! I know we're not used to such. Nicht unbedingt. Eigentlich bloß, dass genau heute an diesem Tag eigentlich diese Big Coop hier bevorsteht und diese Lieferung in den Hafen kommt. Ja. Wir haben ja hier noch gesehen, hier gibt es zwei Bilder. Also einmal, ich glaube, das ist von der Drohne. Und wir müssen ja einen orangen Container finden, wo wahrscheinlich das Waffenstück drin ist. Und ich glaube, alle diese unknown Punkte hier sind Container, die vielleicht möglicherweise das Ziel sein könnten. Und dann gibt es noch eine Skizze von einem Officer. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ziemlich groß werden. Und wir sollen ja leise reingehen und bei Nacht. Von daher, ja, starte ich mal mein Team wieder aus und wir sind gleich vor Ort. Alright, wir sind vor Ort. Das Gewitter scheint wohl schon im Gange zu sein. Ich habe alle ausgestattet mit Nachtsicht. Alle haben eigentlich Schalldämpfer auf den Waffen. Und ja, ich bin gespannt. Wir schauen mal, wie es läuft. Ich würde, glaube ich, sofort mit Nachtsicht reingehen. Ich habe ja eigentlich keine Ahnung, Achso, es gab ein Update, deshalb hat es ein paar Dinge verändert, merke ich gerade.
Put it down! Drop it and get down! Get on the fucking ground! Do it now! Hands up! Drop the weapon! Drop your weapons! Drop the gun! Drop the weapon and put your police get down on the ground! Alright, er hat sich ergeben. Hands up now! Drop to your knees! I'll get in there! Put the fucking gun down! Okay. Lief ja nicht so gut. Restrain them. Restraining. Dass wir hier leise reingehen. Got him. Caught. Secure. Entry team. Cargo entry team. Ready. Cargo entry team. Great work. Keep going. Angels wurde schon mal cured. Fertig gesetzt. Jetzt ist halt die Frage, ne? Wie gehen wir da durch? Das war, glaube ich, der hinter uns. Kurz hier das Häuschen anschauen. Hier gibt's nichts. Hier links ist ein Container, wo es Fenster hat. Blue Team. You gonna move? Provide cover on me. Clear. No contact. Fall in. On your side. Ne, warte, Blue Team soll hier halten. Blue. Hold position. Waiting. Seine Waffe ins Gesicht. Weil ich glaube, links ist der Eingang hier für den Container. Hands up! Down on your knees! Hands up! Hands up! Do it now! Hands up! Now! Move over there. Secure him. Detain him. Securing. Freeze! Tough and secure. Down on the ground, now! Put your hands up! Get down on your knees! Move there, don't get up. Alright. Blue team. Red, blue team. You're good. Got there, it. Go. Moving. Move over there. Hold it. Standing by. Move to my front. Now. Restrain him. Copping. Element to talk. Suspect down. Wounded. This is talk. Copy. Suspect wounded. Element to talk. By. Talk. Secure. Good to go for trailing. Move and stay there. Copy. Move on. Move over there. Wouldn't be happy with you, boss. Move there. Americans. So eigentlich, dass ich Hands up, do it now. Sich alles bloß jetzt auf Nachtsicherung gerüstet habe eigentlich. Move there, don't get up. Move and stay there. Hold here. Jetzt mal kurz ein Chemlight. Mein Arm ist schon rot. On me, move. Right with you. Okay, der Container ist schon mal safe. Ah, da geht's rüber. Ich glaube, man hat so gut wie keine Karte, die uns irgendwie ein bisschen aufzeigt, wo es lang geht. Cover the area. Affirmative. Provide support. You got point. Beiden sind zumindest ein bisschen außer Gefecht. Okay, und der ist da durchgekommen.
Arrest him. Going into cover. Ready. Making it safe. Es könnte eine schwierige Mission sein. Und das große Visier hier ist auch ein bisschen. Je nachdem, wie man sieht, nicht unbedingt so hilfreich. Was ziemlich die Sicht einschränkt. Nachtsicht irgendwie. Gar nicht gut. Gehen wir mal kurz hier drüben lang. Down on your goddamn knees. Put your hands up. Okay, der kann jetzt von hinten kommen. Das Problem ist, es ist alles so unglaublich offen, weil ich meine, die könnten rechts auch wieder hinten durch. Irgendwie hinter der Tür oder so, oder hinter dem Truck. Ja, wir haben ihn. Geh mal kurz hier lang. Bloß um zu schauen, ob es hier hinten sicher ist. Das ist alles unglaublich kein Drogen versteckt. Bag it up. Get down and keep your hands up and put your hands up. Hands on your head. Do it now. Get on the ground. Now. Get down now. Get down. I want to see hands. Down on your knees. Get down. Herr, beweg dich doch zu uns. Move over there. Moving in the handcuff. Gut. We're with the police. Don't shoot! Civilian, hey, ready to go. Civi is ready. Talk to us. Alright, wir gehen nach rechts, Leute. Achtung an den Fenstern. Okay, hier soll es safe sein. Blue. Red Team, Blue Team meine ich. Einmal dahin. Das Red Team geht dahin. Split and cover. Getting into position. Und dann öffnen mit Blendgranate.
Und Blue Team, ich bin bei euch. Door is good. Blue Team. Öffnen mit Blendgranate. Ausführen. Banging. Put your hands up. Das lief ziemlich gut, okay. Nothing here, sir. Police, hands up. Das lief gut. Okay, Geld. Good here. Blue Fuel. Die Geräuschkulisse gerade. Kurz rausschauen, ob alles noch safe ist. Ein Badezimmer. Was safe ist. Eine Tür nach draußen wahrscheinlich. Im Hinterhof oder hintere Ecke. Stay on me. Behind you. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom LKW. Down on the floor, right now. Police, down on the ground. Hands on your head, now. Drop the weapon and get down. Ich sehe so nichts. Put the weapon down. Oh, shit. Ich muss kurz meine Taste umenden. Sorry. Ich habe da wahrscheinlich eine andere Taste auf was anderes gelegt. Hold down, ready, low. Police, get your hands up! Get down, I want to see hands! Ja, außen, bang! Put your fucking hands up! Bringt irgendwie, glaube ich, nicht unbedingt so viel. Down on the ground, move! Okay. Gut. Nee, nicht nochmal ein bisschen. Haben wir denn jetzt? Police, get down! Hands on your head! Oh Gott. Oh, den hat's. Alter, ich bin einfach schon red. Also red unten links. Hands up, down on your knees. Völlig rot. Nicht unbedingt so gut. Put your hands up now. Make them secure. Blue Team, kurz mal hier rein. Move in and clear it. Copy. Let's switch. Move. Red Stay Team. On me. Behind you. I got nothing here. LSPD, don't move. Keep your hands up. Okay, der ist so weit weg, dass uns hört. Get down now. Get down and put your hands up! Get
down on the ground slowly. Hands in the air. On my six. Got your back. Natürlich hat ein Problem da vorne. Hands up now. Drop to your knees. Red. Deploy the shield. Stack up right side. I'm good to go. Hands up above your head. Hallo, Switch. Switch. Change positions. Affirmative. Cover me. No contacts here. Post up on the right. Doch, da ist ein Kontakt. Kann ich denn sagen, dass sie kurz die Tür schließen? Ja, schließ mal die Tür bitte. Ich weiß, wo ist der hin? Könnt ihr überhaupt die Tür schließen? Das ist die andere Frage. Gold. Red Team. All Hallo, teams. Blau. Er kommt sicher mit Blankgranaten. Move in, bang and clear. Bang out. Das ist leer. Opening up. Suspect is down and in need of medical attention. Talk to entry team. You did this yourself. Make them stable and proceed with mission. Arrest him. Suspect isn't going anywhere. Reporting. Ready for transport. Copy entry team. Notifying trailers. Hat jemand einen Wedge? Block the door. I'll wedge it. Dann durchsuchen wir erstmal kurz das Gebäude hier. Was jetzt verzehrst du da? Provide support on me. Got your six. Fall in behind me. Got your six. Put your hands up! Я вижу в твоих глазах твою затравленную душу. Вы поймали некоторых. Search the room for contacts. Get down on your knees! Start a search. Blue team. Split the door. Moving up. Okay, da geht's auch ziemlich hoch. On me. I got you. Okay, das ist der unten, glaube ich. Das ist der Tower, den wir da auf der Map gesehen haben. Hands up, do it now! Mal kurz schreien. Down on your goddamn knees now! Put your hands up! Let me see those hands! Police, get down! Hands up, above your head! Hands up, drop to your knees! Okay, nobody here. Aber ultra dunkel. Oh, wait. Split the stack and provide cover. Hier. Splittet mal da kurz auf. Okay, man kann jetzt hier einmal rundherum laufen. Ganz kurz. Das hier ist, glaube ich, der Tower. Das sind wir gerade. Im Gebäude sind mindestens drei Stück von diesen Containern. Oder vier. Oder fünf.
Dieses Gebiet hier haben wir eigentlich schon so gut wie secured. Kurz mal hier schauen. Office, Warehouse. Das Warehouse ist halt ziemlich groß. Außen hätten wir noch mindestens 3 Stück, die wir hier anschauen müssten. Den haben wir noch nicht angeschaut hier außen. Und auch hier ist sicher. Das hier sollte auch sicher sein. Ich mach das mal kurz. Ich habe das noch nie gemacht, eigentlich so, aber das ist ein großes Gelände. Was ist jetzt passiert? Der ist auch noch verdächtig. Und die hier. Tower ist safe, soweit. Da weiß ich nicht, ob man da reinkommt. Ich bin halt einfach schon halb dead eigentlich. Red. Ich wollte gar nicht tauschen, aber okay. Habe ich jetzt. Okay, ich habe das Magazin. Alright, draußen ist es einfach ein bisschen heikel, weil wir nicht wissen. Ob uns jemand beobachten kann oder nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob es so schlau ist, wenn wir hier rausgehen. Ich scanne mal kurz die Area ab. Die Tür ist ja offen, das heißt auf jeden Fall, da ist irgendwo jemand. Und die Tür ist auch offen. Okay, den Container da hinten müssen wir noch durchsuchen. Und die zwei Häuser da unten. Hands up! Und die hier. Ich würde wahrscheinlich zuerst mal die zwei hier nehmen, vielleicht Türstopper einsetzen, um das Gebäude hier abzuriegeln. Und dann die da hinten noch machen. Damit die zumindest von hinten safe sind. Ansonsten sieht es ja eigentlich bisher ganz okay aus. Chem Light out. Chem Lights nutzen irgendwie auch gar nichts. Fall in. Hier geht's jetzt halt einfach noch in den Office. We need to talk. We got a suspect here in need of medical attention. Talk to entry team. Copy. EMTs and trailers are standing by. Hä? Wo habt ihr diesen Suspect gesehen? Hä, what the fuck? Keine Ahnung.
Red team. Provide cover. On the move. Element. Split and provide cover on this door. Go. Okay, da geht's runter. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn wir jetzt hier reingehen. Vielleicht eher hier den Türstock benutzen. Dann gehen wir wieder raus und sichern erstmal die anderen Gebäude da hinten. Red. Gold Team. On me. Move. I got you. Sehr gut. Provide support. Behind you. Zip them up. Going in the car. Put a jam on that door. Red's here. Suspect detained. Got it back. Door jam ready. I'm a pharmacist. Cuff him. I'm a good person. I'll get him ready. Blue. We're not here for you. Split the stack on this door. Get into place. Civilian is cuffed and good to go. Civilian is secured. Talk to Element. Roger that. Trailer's incoming. How do you want to do it? Proceed with caution. Ganz kurz mit Opti-Wan durchschauen. Okay, da ist ein Zivilist. Zumindest einer. Blue Team. Gold. Blue. Pick it. Picking. Get the shield out. Unlocked and ready to go. There, move. Moving out. Okay, manchmal ist es so weird, die Leute hier zu dirigieren. Watch it. No problem. Gut. Blue Team. Red Team. Jetzt kann ich bloß dem Red Blue Team sagen. Ist der von Red? Open the door, clear it. 10-4. Was warten wir? Through the door and clear. Was warten wir, Leute? Blue. Red. Alter, das ist grad. Stay on me. On you. Blue team, red team. Move in and clear. On it. Machen dies wenigstens. Down! Keep your hands on your head! Do it now! Get on the ground! Get down! Now! Fies. Fies. Securing. Nothing here, sir. Got them all zipped up. Chem light out. Okay, wir haben ja hier zumindest gerade keine. Das hat noch eine Tür. Keine Zeit. Die wir irgendwie. Okay, da ist eine Tür offen. Move and clear with a grenade launcher. Open. Deploy stingers and clear. Damn it. Locked. Blue. Nothing here, sir. Kick it down. Bang the room. And four. Breaching. Achso, das.
geht hier auch rein. Jam the Schön. Door. Door jam ready. Opening on the left. Was? Clear over here, boss. Das war jetzt eine Bank unnötig vergeudet. Sehr schön. Good. Enter and clear. Copy. Get down! I want to see Dan! Shit. Ich dachte, ich hätte ihn auf dem Laser gehabt. Leider nicht. If. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Ready or Not. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem gleichen Team, aber mit der gleichen Ausrüstung und ja, bis dahin, haut rein. Tschüss. No! Somebody please help! Get back! Still make it out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready?